thing you talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. And in the heat of the moment, my mouth starts going, words starts flowing up. Michel, gratuliere von Herzen. Wow, so jung und eine Wahnsinnsstimme. Ich weiss, ich wiederhole mich, aber wie geht's dir? Ja, ich bin irgendwie noch voll im Zeug drin, weil ich halt auch die Letzte war, die noch dran kam. Ich habe irgendwie wirklich nicht damit gerechnet und jetzt noch das so voll das Heilen. Also ich bin wirklich voll in Trance irgendwie, ja. Es sind Tränen geflossen bei dir auf der Bühne. Was hast du gefühlt in dem Moment? Ich weiss auch nicht, es sind einfach so viele Sachen zusammengekommen. All die Anspannung jetzt auch beim Warten und alles. Man macht sich so viele Gedanken irgendwie, rechnet sich da Zeug aus. Und dann ist es einfach der Moment, wo du halt dort bist und dein Bestes ist. Und es war einfach wunderschön, auch als sie sich dann umgedreht hat. Es ist so, boah, voll die Erleichterung. Ist sie deine Wunsch-Coachin gewesen? Ja, also ich habe mir schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Jetzt nicht so intensiv, weil man ja nicht weiss, was passiert. Aber ich habe schon gedacht, so von der Persönlichkeit und auch von der Stimme her, dass sie vielleicht am besten zu mir passt. Also ich habe mich mega gefreut. Wie fühlst du dich jetzt? Wie ist dein Befinden? Kannst du das irgendwie beschreiben? Es ist irgendwie, haben wir manchmal so das Gefühl, ja nein, die müssen ja jetzt irgendwie 30 Luftsprünge machen. Aber irgendwie, es ist wie alles ein bisschen zu viel in dem Moment, oder, wo man alles erlebt jetzt da. Ja, es ist ganz klar mega viel, was jetzt halt auf einem einwirkt und so. Aber ich habe mich auch riesig gefreut mit meiner Familie dahin im Räumchen. Und ich glaube, ich muss das schon zuerst noch ein bisschen realisieren, dann so das ein bisschen sacken lassen und jetzt ein paar Tage einfach mal ein bisschen Abstand, dass man überhaupt checken, dass ich da weiter bin, ja.